Und bei mir jetzt Andreas Mennecke, Chefredakteur von East Stock Trend. Herr Mennecke, es scheint Eiszeit zu herrschen zwischen Obama und Putin. Warum wäre es denn so wichtig, dass die beiden ja doch irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden? Jetzt der G20-Gipfel in St. Petersburg, der wäre der ideale Ort. Ja, im Zentrum steht natürlich die Syrien-Frage. Wegen Snowden sind die Fronten allerdings nicht die besten momentan. Sie sind aufeinander, gegeneinander gerichtet und sie sprechen nicht die gemeinsame Sprache. Putin ist ja ganz klar gegen einen Syrienkrieg, hat beim G20-Gipfel da übrigens unter den Ländern die Mehrheit auch. Ganz gefährlich wäre es sicherlich, wenn es zu einer tatsächlichen militärischen Aktion in nächsten Woche in Syrien kommen würde und Russland dann auch dort militärisch angreifen würde. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das nicht passiert. Aber die frostigen Zeiten sind immer noch da zwischen Putin und Obama. Jetzt ist ja der Ölpreis zuletzt schon deutlich gestiegen. Davon profitieren jetzt die Anleger in der Energieversorgung. Da fällt dann die Aktie von Gazprom ein. Lohnt sich ein Investment bei diesem Wert? Herr Gazprom ist ja ein sehr komplexes Thema. Das Management hat sicherlich die Schiefergasentwicklung, das Fracturing ganz falsch eingeschätzt und von daher auch nicht rechtzeitig dort Investitionen eingeleitet. Die Gewinne haben sich gedrittelt auf 5,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr, aber sie machen immer noch Gewinne und sie sind von der Bewertung jetzt sehr günstig. Die waren im Hoch mal bei 20 Euro und sind jetzt bei 5 Euro im Tief gelandet. Jetzt steigen sie aber wieder auf 6,4 Euro und auf dieser Basis würde ich sie doch als sehr attraktiv einstufen, weil dann natürlich auch wieder Öleinnahmen kommen. Die haben eine sehr bedeutende Tochter, die heißt Gazprom Neft und die wird auch durch den steigenden Ölpreis profitieren. Dann sprechen wir doch mal über den Ölpreis. Welche weiteren Werte sind denn interessant aus dem Ölbereich? In erster Linie sind es natürlich die bekannten Blue Chips. Rosneft ist ja das größte Ölproduzent der Welt geworden durch die Übernahme von TNK-BP. Ist allerdings relativ teuer im Vergleich zu Lukoil. Lukoil gefällt mir besser, zumal Rosneft auch mehr staatsregiert ist und durch die Staatsbeteiligung Lukoil mehr ein privates Unternehmen ist. Lukoil hat ein KGV von 4,5 und hat auch große Ambitionen im Irak, dort ein größeres Ölfeld zu erwerben. Gefällt mir sehr gut, dass der Marc Möbel ist auch im Aufsichtsrat und ist von der Bewertung jetzt äußerst günstig. Rosneft kann man natürlich hinzumischen, wenn man daran glaubt, dass durch den Syrienkrieg der Ölpreis weiter steigt. Ich halte das allerdings nur für einen temporären Effekt und dann sehe ich im Laufe des Jahres wieder fallende Ölpreise. Was erwarten Sie denn ganz grundsätzlich von den Märkten in Nah- und Fernost? Gut, Russland galt ja als BRIC-Staat auch mal als Land mit hohen Wachstumsraten. Ja, das war leider mal. Jetzt im ersten Quartal war die Wachstumsrate nur 1,6%, im zweiten Quartal 1,2%. Das ist weit unter dem, was Amerika sogar jetzt an Quartals-BSB-Zahlen gemeldet hat. Nichtsdestotrotz, jetzt passiert übrigens was auf dem G20-Gipfel, was ganz interessant ist. Und zwar soll da ein 100 Milliarden Euro oder US-Dollar Stützungsfonds für die Währung eingerichtet werden. Die Währungen sind gerade der Rubel, aber auch die indische Rupie sind sehr stark gefallen und die sollen jetzt gestützt werden. Und das würde dann sicherlich diesen Ländern auch wieder helfen, im Hinblick darauf, dass möglicherweise die Fed das QE3 vermindern wird und dadurch kam es ja zu Kapitalabflüssen im letzten Jahr. Auf der anderen Seite sind dadurch auch die Bewertungen jetzt wiederum sehr günstig in Russland. Russland ist mir noch der billigste Aktienmarkt der Welt mit einem KGV von 5 und sollte man sich zumindest jetzt auf die Watchlist nehmen, auch in dem Blick darauf, dass die Ölpreise jetzt steigen könnten. Andreas Mennecke, Chefredakteur von eStock Trends. Zu der Entwicklung in Russland, die Eiszeit zwischen Putin und Obama, die am besten gestern als morgen zu Ende gebracht werden sollte. Dankeschön.